Ich begrüße euch bei dieser Spezialemission von Stengefurt News. An diesem Reportage weisen wir euch den Besuch von der erzherzogischen Koppel, dem Prinz Guillaume und der Prinzessin Stephanie, die auf Besuch an der Gemeinde Stengefurt waren. Der Bürgermeister Jean-Marie Wirth hat den Prinz Guillaume und Prinzessin Stephanie um Square Patte 400 Gemeinde empfangen und ihn mit Membres vom Gemeinderat und Leuten von der Administration vorgestellt. Monseigneur, Madame, Herr Distriktskommissär, die Damen und Herren Bürgermeisterschaften und Konseille, die Damen und Herren Ehrengäste an ihre jeweilige Funktion, wo der Eisit live leid. Altes, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la cordiale bienvenue ici dans notre commune Stengefurt. C'est un grand honneur et une grande joie pour nous, pour notre commune, et pour moi-même également en tant que bourgmestre et en tant que personne privée, de vous accueillir chaleureusement ici dans notre commune de Stengefurt. Monseigneur, Madame, ich wollte eine ganz kurze Präsentation von unserer Gemeinde machen. Stengefurt, meine ich, ist da als am Westen von Lützeburg gelegen und das Tagangstier für Teil von den sieben Schlösser, werde ich auch auf dem Wobe gesagt, wo wir die sieben Schlösser durchgestalten. Die Geschichte von Stengefurt geht zurück bis an Kelten, an Trimmerzeit, wo Objehen aus einem keltischen Gräberanlehr an der Region vom Schwarzenhof, gerade so wie kunstvoll gallo-römisch Glasgefäße vom Genebierscheid zu Stengefurt auf eine frühzeitige Besiedlung hinschließen lassen. Der Name Stengefurt kommt mit großer Wahrscheinlichkeit daher, dass die am Jahr 44 nach Christus in der römischen Herrschaft gebauten
Wichte Schremerstrasse, ganz Arl, Trier, heute Stengefurt gegangen ist. Am Dürfzentrum, hier wird ein gepflastert steinerne Furt, hier wird Deich gefahren. Am Anfang vom 14. Jahrhundert bis 1793 wird Stengefurt zur Herrschaft Sterpenich geheiert. Der Bürgermeister also seiner Präsentation ausfeierlich auf die interessante Geschichte von der Gemeinde ergangen. Stengefurt besteht heute aus den Wirtschaften Gras, Hohen, Kleinbetten nach Stengefurt. An den Gemeindeterritorien von der Gemeinde Stengefurt wird eine Superficie von 1216 Hektar und davon sind 120 Hektar Büsch. Heute leben in der Gemeinde Stengefurt 4887 Leute. Davon sind 1818 Leute eine nicht-Lützburger Nationalität, heute zu Stengefurt wohnen 64 verschiedene Nationalitäten an ihr Gesicht. Das sind die größten ausländischen Kommunitäten, sind als Freund aus der Belgien und aus Portugal, die ganz viel hier auch wohnen und wo wir flott hier zusammen leben. Mit 52 verschiedenen Clips bietet Stengefurt seine Bürger vieles an, sowohl im kulturellen wie auch im assoziativen und im sportlichen Plan. Für dass wir einen ganz großen Wert auf soziale Bürger und Politik lehren, ist es wichtig, das soziale Dimension zu leben. So haben wir heute zu Stengefurt das Spital, wo heute die Education Geriatrique die Hauptaufgabe ist und das wir auch heute besichtigen. Daneben bietet Stengefurt auch noch 12 Frühlingen für ihre Leute an. Und am Ende Spital, am Hauptstadt Wehai, da kriegen Leute geholfen, die noch nicht lange hier sind, denen es nicht sozial so gut geht und die isoliert neu an unserem Land sind. Hier haben wir mit der Caritas 12 Frühlingen. Den Zero, Zone d'Aktivität Regional Ökonomik, machen wir zusammen mit Garnisch, Hauptstadt, Kielen, Kirch und Mämmer. Da hatten wir den letzten Montag den ersten Spitzenstich. Und das ist immens wichtig, dass die Zone so schnell wie möglich realisiert wird. Weil wir wollen hier den lokalen wie auch den regionalen Betrieben eine Möglichkeit geben, für sich zu expandieren, für auszubauen und so auch etwas für die regionale Ökonomie und auch die Ökonomie zu Lützburg zu machen. Auch unser Service de Secours ist gut ausgestaffelt am Jahrhundert 2013. Zwei professionelle Ambulancien haben angestellt. Auch ein Jugendhaus wird betrieben mit der Gemeinde Kirch zusammen und am Gestionär Croix Rouge. Auch für die Mobilität ist auch gesucht für die Leute, die vielleicht keine Möglichkeit haben, für den Bus an den Zug zu holen, wo wir ganz gut zu Stengefurt angebunden sind. Und dafür haben wir zusammen mit der Gemeinde Kirch auch gar nicht den Proxibus angefordert, mit dem wir auch werden heute ein Stückchen fahren. Ein Projekt, all das, die gehen uns nicht aus. Und von den Mengen, wir hätten da genug, da kommt da immer noch dabei. Da könnt ihr mal so kleine Stürme lernen. Und dann haben wir unseren Kloterpark, den zusammenfällt, wie wenn wir uns fix feiern wir. Wir wollen den aber so schnell wie möglich aufrichten, weil das eine ganz, ganz große Attraktion, touristische Attraktion. Und für uns ist es wichtig, dass wir den Leuten auch das bieten. Wir haben auch die große Chance, dass wir hier an unserer Gemeinde immer eine flotte Bausubstanz haben, wo wir unbedingt wollen erhalten und renovieren. Ich wollte auch zwei Projekte angehen. Einmal wie der Koller, das sind Gebrüder, die als Ideologie hier aufgebaut haben, wo heute das Jugendhaus in der Deras, das wollen wir in 2 bis 3 Jahren renoviert tun und zusammen mit dem Syndikatinitiativ hier die Stengfurter Geschichte festhalten und wo wir eine permanente Ausstellung dann über die Stengfurter Geschichte tun. Dann wollen wir auch hier ein Lieu de Rencontre machen, wo die Leute von allen Generationen können zusammenkommen bei einer kleinen Restauration. Ein zweites Projekt ist Wildschutzmühlen zu Kleinbetten, ein Aalmühlen, die wir gekauft haben, aber wo wir wollen ein pädagogisches Projekt aufbauen für als Kanner aus der Gemeinde, aus der Umgegend, und wir werden auch für mich weit, von mir weit hier. Zusammen mit der 70er Mühlen, die besteht zu Kleinbetten, die eine von den modernsten Mühlen in seiner Kategorie ist in Europa, haben wir auch schon geguckt, für das pädagogische Projekt dann so zu gestalten, dass ein Kanner dahin können gucken gehen und dann aber auch gucken gehen, wie das Mühl gemerkt ist und wie das Haut gemerkt ist. Wir haben die große Chance, dass Jahrzehnte da nicht mehr geschieht ist und dass die Maschinen nach allen Guten so da sind, wie sie wären, dass kein so angeregt wird, also werden eigentlich damit auch für ihn erwischt sein. Wir sind am Planen auch von neuen Sportinfrastrukturen, ein Sportzahl und ein Schwamm, die wir wollen regional mit den Obstgemengen betreiben, wo wir an Diskussionen sind, aber wo wir ein Sit wollen aufrichten, wo alle guten Sportarten zusammenlaufen. An der Gemeinde Stengefurt
Mengen kommen noch viele Bauprojekte, größere Lotissementsprojekte, wo wir momentan PHP in der Instanz haben, aber auch nach einer PHP kommen. Und wenn ihr seht, dass ein Gemeinde wies, das ist natürlich auch so, dass man muss gucken, dass die Infrastrukturen haben drunter noch kommen. Und dafür sind wir am Gange zu gucken, mit den Responsablen von den Ministerien und von der Administration für unsere Maison Relais zu vergrößern. Steinfurt wird sich in den nächsten Jahren, wie gesagt, weiterentwickeln. Das haben wir auch schon gesehen an der City an der Lehr, zwischen Thun und Steinfurt. An Altes erlebt man heute noch streichen, dass wir am internationalen Tag vom BAM, den wir am Jahr 2012, den 10. November, gefeiert haben, als Freiheit geholt hätten, euch einen Baum zu pflanzen. Und direkt an unserer Gemeinde, kurz nachdem, wo ihr ihre Hochzeit gefeiert habt. Und der Baum soll einfach weisen, dass wir dir schon in euch geduscht haben. Wir wussten nicht, dass der Gift hierher kommen, aber dass wir dir schon in euch geduscht haben und dass wir geduscht haben, einen Flugplatz zu schaffen. Und da braucht ihr inzwischen einen zentralen Punkt. Und da haben wir geduscht, wir setzen euch einen flotten Baum dahinter, wo die Leute noch wissen, hier ist der Baum für unseren Giftprozessor gesetzt. Nous vous remercions de nous faire vivre aujourd'hui un moment privilégié. Merci beaucoup. Monseigneur, Madame, ich will mal ein ganz großes Eier von der ich Kind am Gellebuch anschreiben von der Gemeinde. Und du wirst ganz froh, wenn da vielleicht immer Menschen kein Teil kommen. Und nur noch nach ein paar Kadoffierig, die ich euch dann auch fehlt. Übergehen. Für interessante Bücher aus der Region, wo ich euch dann hier die Explikation gebe. Voilà. On a préparé un petit texte. Ça, c'est un livre. Voilà. Monseigneur, Madame, das ist ein ganz besonderes Ehr, die Schaufeier von der Kapital in der Kriminal für Steinfurt empfangen zu können. Steinfurt, das Spidol, wie er am Frühlingsbund genannt wird, hat sich schon seine lange Vergangenheit. Ein echtes Spidol heute Steinfurt, kauft schon 1591 von der Britta Koller, der Proprietärin und der Betreiber von der lokalen Schmelz- und Nierberuf, mit der Mission, Der Direktor vom Hôpital Interkommunal Steinfurt, Luc Gint, hat die Entwicklung vom Spidol erklärt, als ein Gast auf eine Visite angeladen, wo hier kurz das Service der Rééducation Fonctionnelle Gériatrique von der Maison de Soins erklärt wird und Personal hat ein Reihe Rééducationsexerzisse vorgestellt. Monseigneur, Madame,
Wir wollen erst dann nur anwenden, für eine kleine Visite für unsere Education Geriatrie, wo ihr da könnt sehen, wie wir konkret alltäglich mit den älteren Leuten schaffen, für dass sie ihren zu ihrer Autonomie zweckfangen. Viel drum wäre uns aber noch ein ganz besonderes Eier, wenn ihr bereit wärt, als Erinnerung an diesen Tag, ihr schon können Druck vom Stengelfachter Spidol anzuholen. Es soll nicht am Numm für all unsere Patienten, Residenten, an aber auch all unsere Mitarbeiter, die größte Merci für ihr Visit an ihr Interesse in unserem Spidol. Los Spiro Pengera Crea
Ja, der Kupplung. Vom Spital aus kommen zu Fuß bei dem Centre d'Intervention, wo Tür und Pompier eine Flugübung präsentiert haben. Merci, das war wunderbar. Wie lange wird er da geübt? Mein kleiner Kamion, die geht aber so gut ins. Also nicht so gut zu sein. Nee, aber flott. Tipptopp. Er geht da nur alle gut, dann kommt alle gut zum Pompier. Am Mirador hat der Schaffen Dan Frieden den Sitz von der Aller Schmalz erklärt und Personal von der Administration de la Nature et des Forêts hat die Arbeit vorgestellt und den Gast des Naturreservat Schwarzenhof erklärt. Ich bin jetzt weggekommen, aber wo war ich denn?
Monseigneur, Madame, sind ganz froh, hier euch an der Ada Schmelz können zu begrüßen. Was der Leute von der Gemeinde von Stengelfort. Wir haben uns aber nicht hören gelassen, hier in der Schmelz zu kommen, ich von den Lieufahren von der Gemeinde von Stengelfort. Und wir haben an der Person vom Herrn Ernie Drouet, ganz in Stengelfort, aus der Gemeinde Stengelfort, die Geschichte von der Familie Koller. Bemerkt wird, wir Buch zu machen, dann hat er auch ganz, ganz viel Buch gemacht. Dass wir uns auch mal auf den Weg hinholen. Dann schrieb Herr Drouet, wir dafür erinnert zu kommen, für eine kleine Exposition zu haben, für eine kurze Vision zu machen über die Geschichte von der Familie Koller. Ich hätte den Betrieb in Dritten Jahren mit einer Lebensproduktion von 120 Tonnen. Wir hatten einen elektrisch-mechanischen Abzug, der von dem Heidchen Mirado. An der Ala Schmelz wird den Herr Ernie Drouet aus seinem interessanten Vortrag dem Prinz Guillaume und der Prinzessin Stephanie Stengelfort der Eisenindustrie von dem Entstehen bis zum Niedergang erklärt. Das alles wird ihn auch an minutiöser Arbeit aus seinem Buch mit dem Titel Schmelz Stengelfort Familie Koller zusammengestellt. Als Aufschluss von diesem unvergesslichen Tag gauf der Gast und eure Wein serviert. Das war es für eine Spezialemission von Stengelfort News. Ich bleibe mir just noch hier darauf hinzuweisen, dass ihr die ganze Rede vom Bäuermeister könnt an www.steinfurt.lu gucken könnt.